Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne wieder 6 unterschiedliche Websites vorstellen, auf denen ihr Geld verdienen könnt, von denen ihr vielleicht bisher noch nicht gehört habt. Fangen wir direkt mit der ersten Plattform an. Diese Plattform hier nennt sich Uncommon Goods. Uncommon Goods ist einfach eine Plattform, auf der ihr alle möglichen Produkte verkaufen könnt, die zum Beispiel Unikate sind oder die halt einfach besonders sind. Was besonders bedeutet, das definiert natürlich die Plattform. Zum Beispiel ist das Ganze so hier strukturiert, dass ihr euch erstmal auf der Plattform bewerbt. Dann, wenn ihr angenommen werdet, könnt ihr auf der Plattform verkaufen. Die Plattform entscheidet, ob das Produkt unter Uncommon Goods fällt oder ob es vielleicht eher ein Common Good ist. Wir können ja mal ein bisschen hier rumschauen, uns das Ganze anschauen. Zum Beispiel haben wir hier anscheinend ein Hahnenpuzzle, das man ja auch nicht alle Tage so findet. Dann drunter zum Beispiel so eine Art, sag jetzt mal, Anhänger, dann anscheinend irgendwelche kleinen, gut, sind das kleine, einfach nur kleine Brezeln, sind das Seife oder was genau ist das? Dann zum Beispiel irgendwelche Gläser und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die unterschiedlichsten Produkte, das Ganze ist unterteilt in Übernischen, wie zum Beispiel New, Gifts, Fun, Home, Kitchen and Bar und so weiter und so fort. Wir können ja mal hier auf Home klicken, können das Ganze ein wenig genauer anschauen. Sagen wir zum Beispiel, wir klicken auf Uhren und da seht ihr hier, dass das wirklich ganz schön eigenartige Uhren sind. Sei es zum Beispiel in Form von einem Record oder sei es beispielsweise in Form von einer Karte von, ich glaube, das ist Manhattan. Soweit ich das sehe, aber das kann man, wie gesagt, sich personalisieren lassen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist bis zu einem gewissen Grad wie Etsy, das heißt, es gibt auch hier die Personalisierungsfunktion. Das heißt, wenn ihr über die Plattform verkauft, dann könnt ihr zum einen Folgendes sagen, nämlich ich verkaufe mein Produkt genauso, wie es ist oder natürlich ich werde oder kann es personalisieren für den jeweiligen Kunden. Zum Beispiel nehmen wir mal an, das hatten wir ja gerade bei der Uhr gesehen, man nimmt eine Karte von Manhattan, sagen wir mal, ich habe vielleicht oder ich habe ja früher zum Beispiel in Peking gelebt, wenn ich, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt irgendwie davon eine Uhr gerne haben möchte, könnte ich sagen, hier, nimm mal bitte eine Karte von Peking und setz da dann zum Beispiel die Zeige drauf und die Person könnte anschließend dann genau solch ein Produkt für mich erstellen und könnte es an mich schicken. Wenn ihr auch auf der Plattform verkaufen wollt, müsst ihr einfach noch hier nach unten scrollen und könnt euch dann anschließend dann hier unten bewerben. Ihr könnt hier unten auf Submit Your Product draufklicken, könnt ihr hier ganz genau angeben, was ihr für Produkte verkauft. Bewerbt euch also dann hiermit mit diesem kurzen Formular und anschließend dann werdet ihr alsbald innerhalb von 1 bis 2 Wochen anscheinend die Nachricht zurückbekommen, ob ihr angenommen wurdet oder nicht. Und dann könnt ihr oder könnt ihr nicht über die Plattform verkaufen. Ihr wisst, ich bin immer ein großer Freund davon, auf mehreren Plattformen zur selben Zeit zu verkaufen. Das heißt, wenn ihr schon, sag ich jetzt mal, auf Etsy oder so verkauft, dann verkauft auf jeden Fall auch auf Uncommon Goods oder solchen Plattformen wie Lula. Dann die nächste Plattform ist diese hier und ich denke, viele von euch kennen das sicherlich, aber ich wollte es einfach mal heute noch in dieses Video hier mit unterbringen, weil ich es noch nie so wirklich auf diesem Kanal hier besprochen habe, nämlich das eBay Partner Network. Ihr könnt natürlich auch jederzeit ein Affiliate für eBay sein und könnt damit dann Provisionen erhalten. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ihr habt vielleicht irgendwie eine große Following oder ihr habt einfach nur ein paar Freunde, die sehr, sehr gerne über eBay kaufen. Dann könnt ihr natürlich Folgendes tun, nämlich ihr könnt diesen Freunden den Affiliate-Link schicken, wenn diese sich etwas kaufen wollen und ihr kriegt dann halt eine prozentuale Provision. Heißt, wenn jemand über euren Link kauft, kriegt ihr dann diese jeweilige Provision gutgeschrieben und könnt euch diese auch auszahlen lassen. Hier steht es auch, work with global commerce leader, leverage deals and promotions, track, analyze and optimize, get rewarded for innovation und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch jederzeit unten anmelden, könnt dann eure Produkte oder beziehungsweise die Produkte von anderen Leuten auch zum Beispiel in eure eigene Website integrieren und könnt somit dann Einnahmen erzielen. Ihr könnt auch hier oben die Sprache natürlich ändern. Ich habe es gerade hier auf Englisch, aber es gibt es auch auf Deutsch. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens ArtMajor. Ich glaube zumindest, dass sie so ausgesprochen wird. Es ist eine Plattform, die ein Pendant darstellt zu zum Beispiel ArtNet und anderen Plattformen, wo man halt seine Kunst verkaufen kann. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich bin künstlerisch aktiv, ich kann vielleicht besonders gut malen oder zeichnen oder kann besonders gut mit Ölfarben arbeiten oder was auch immer, dann könnt ihr jederzeit hier eure Werke anbieten. Natürlich ist es schon gut, wenn ihr vielleicht eine etwas bekanntere Marke habt oder ihr vielleicht schon mal eine Ausstellung hattet oder dergleichen. Bloß auf ArtMajor kann praktisch jeder seine Kunst anbieten. Ihr müsst euch einfach nur auf der Plattform anmelden und könnt dann schon alsbald eure Werke hier über die Plattform anbieten. Einfach nur dazu hier nach unten scrollen. Anschließend dann könnt ihr hier unten auf ArtMajor für Künstler draufklicken und könnt dann direkt hier über die Plattform verkaufen. Ihr könnt auch einfach hier auf Verkaufen auf ArtMajor draufklicken und dann könnt ihr halt hier jederzeit eure Kunst einreichen beziehungsweise könnt schon mal ein paar Fotos hinschicken und dann ihr kriegt halt, sag ich jetzt mal, das gesamte Geld. Die nehmen halt nur eine kleine Provision für jeden einzelnen Verkauf und hier könnt ihr euch noch mehr von diesen jeweiligen Services durchlesen. Wir können ja mal ein bisschen hier auf der Plattform rumschauen. Zum Beispiel gibt es auch hier diese Nischen Skulptur, Fotografie, Zeichnung, andere Medien, Künstler und so weiter und so fort. Sagen wir zum Beispiel bei Skulptur, gehen wir vielleicht mal hier auf Ton drauf und schauen uns das Ganze einfach mal an. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel talentiert seid und ihr könnt, sag ich jetzt mal, etwas erstellen, was für andere Leute vielleicht von Wert sein könnte und ich glaube, bei Kunst ist das Ganze eine sehr weit gefächerte Definition, dann könnt ihr jederzeit hier eure Kunstwerke anbieten und werdet dann halt für jeden einzelnen Sale bezahlt. Man sieht auch, dass die meisten Produkte, die halt hier direkt vorgeschlagen werden, doch relativ hochpreisig sind. Also wir sprechen hier schon von Tausenden von Euro. Sicherlich werden einige von euch sagen, gut, gerade in der Kunstszene ist das jetzt nicht unbedingt hochpreisig, aber
Es ist definitiv teurer, wie auf solchen Plattformen wie zum Beispiel, sagen wir mal, Fine Art America oder sowas. Dann die nächste Plattform ist diese Plattform hier namens PostJoin. PostJoin ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit als Blogger arbeiten könnt. Diesbezüglich muss ich vielleicht nur ein wenig vorwarnen. Es ist definitiv eine Plattform, die nur im englischsprachigen Bereich relevant ist. Das heißt, es wird hier nicht wirklich nach deutschen Bloggern gesucht. Ihr könnt natürlich aus Deutschland kommen, aber ihr müsst halt gut Englisch sprechen können. Natürlich kann man das Ganze auch immer so machen, dass man einen Artikel zum Beispiel vorschreibt in Deutsch. Anschließend dann lässt man ihn übersetzen mit diesem Tool DeepL, also DeepL. Das geht sicherlich auch alles. Wenn ihr da vielleicht nochmal jemanden habt, der es nochmal Korrektur liest, wäre es super. Das heißt, so könnt ihr sicherlich auch hier über die Plattform Einnahme zielen. Ihr müsst einfach nur dazu hier oben auf Bloggers draufklicken und könnt dann schon Folgendes hier sehen. Nämlich hier steht es auch, New Opportunities straight to your Inbox. Ihr könnt halt hier euch anmelden, kriegt anschließend dann eure Aufträge direkt per Mail geschickt und könnt dann halt an diesen Aufträgen arbeiten. Und dann Total Blogger Earnings sind bisher 818.000 Euro oder gerundet 819.000 Euro an sich. Du bist halt nicht gezwungen, irgendeine Arbeit zu erledigen. Du kriegst halt einfach nur die Jobs zugeschickt und kannst sie halt nehmen oder nicht. Und kannst, wie gesagt, dann, wenn du einen Auftrag nimmst, einen Aufträgen arbeiten, leistest sie dann oder arbeitest sie ab und schickst sie dann, wie gesagt, hier an die Plattform PostJoin zurück. Und die nehmen natürlich auch für jeden Auftrag eine Provision. Und wir sehen es auch hier nochmal sehr schön. Man sieht ja praktisch über den jeweiligen Post, den kann man halt annehmen oder beziehungsweise nicht annehmen und dann darüber Einnahmen erzielen. Die nächste Plattform ist diese hier namens Max Bounty. Max Bounty ist eine Plattform, auf der ihr als Affiliate arbeiten könnt. Die haben sehr viele Connections zu sehr vielen unterschiedlichen großen Unternehmen, die Affiliate-Programme haben, die aber auch oftmals sehr exklusiv sind. Das heißt, wo ihr zum Beispiel jetzt nicht euch einfach nur auf irgendeiner Online-Plattform anmelden könnt und sagen könnt, okay, ich möchte jetzt mal Affiliate für euch werden. Und das ist hier auch so ein bisschen der Knackpunkt, nämlich ihr meldet euch bei Max Bounty an. Max Bounty mixt oder beziehungsweise verbindet euch dann mit den jeweiligen Unternehmen, die nach Affiliate suchen, die, sag ich jetzt mal, ungefähr so sind wie ihr. Das heißt, ihr habt dann bestimmte Charakteristika, die ihr angebt. Anschließend dann kommen halt Unternehmen auf euch zu und sagen, okay, möchtest du gerne mein Produkt promoten? Und dann gibt es halt solche exklusiven Offer-Deals und die kann man sich halt hier jederzeit über Max Bounty holen. Wenn ihr halt hier starten möchtet, einfach auf Affiliates draufklicken und dann könnt ihr jederzeit mehr über die Plattform lernen und könnt anschließend dann euch auch schon direkt registrieren. Dazu einfach hier auf Register Now draufklicken. Anschließend dann die nächste Plattform ist diese hier namens Bandcamp. Das ist auch eine Plattform, wo ich eigentlich mal hätte schon drüber sprechen sollen. Ich denke, viele von euch kennen die vielleicht auch, weil eure Lieblingskünstler dort vielleicht irgendwie ihr Album oder dergleichen verkaufen. Es ist eher so eine, sag ich jetzt mal, Indie-Plattform, wo halt jeder seine Musik anbieten kann. Das heißt, das Ganze funktioniert wie folgt. Es ist einfach nur eine Plattform, auf der jede Band dann oder jeder Sänger, jeder Künstler eine spezifische Seite hat, eine Verkaufsseite. Dort können halt die jeweiligen Produkte angeboten werden, sei es zum Beispiel digitale Kopien von einem Album, sei es zum Beispiel Printkopien und so weiter und so fort. Und es ist halt einfach nur praktisch ein digitaler Record Store und es ist halt eine Riesenplattform. Insgesamt haben die Fans schon 815 Millionen Dollar bezahlt und 15,7 Millionen Dollar in den letzten 30 Tagen. Also es ist wirklich eine Riesenplattform. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Musiker seid und ihr möchtet über eine Plattform eure Musik anbieten, möchtet aber nicht nur auf die Streaming-Dienste euch fokussieren, sondern möchtet vielleicht auch wirklich mal physische Alben oder auch digitale Alben verkaufen, dann könnt ihr es halt jederzeit über Bandcamp machen. Dazu einfach nur hier oben auf Sign Up draufklicken und dann hier auf Sign Up as an Artist draufklicken. Gut, das war's noch heute hier für dieses Video. Falls ihr von mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.